Wir haben die Volksschule Angard nach Einführung der Chromebooks besucht. Generell sind die Books markenunabhängig. Die von Acer sind für den schulischen Gebrauch jedoch besonders gut geeignet. An diesem Tag kam auch der Digi-Coach Anja Neuner in die Schule. Sie begleitet auf Wunsch die Klassen Schritt für Schritt bei der technischen Einführung und auch weitergehend mit regelmäßigen unterstützenden Besuchen. In Angert gibt es seit Herbst einen Klassensatz an Chromebooks und deshalb seid ihr heute zu Besuch bei uns. Also flexibles und differenziertes Arbeiten ist bei uns einfach an der Tagesordnung und deshalb gibt es neben den traditionellen Unterrichtsmaterialien auch Computer, Beamer und Leinwand an der Tafel und das digitale Schulbuch wird auch schon seit einigen Jahren verwendet. Die Chromebooks sind jetzt da eine gute Erweiterung einfach nur, weil das einfach die neueste Entwicklung sozusagen ist und noch mehr Möglichkeiten zur Differenzierung und flexibleres Arbeiten ermöglicht. DigiCoach Sessions wie die mit Anja sind jederzeit zusätzlich buchbar. Ja, also die Direktorin hat eigentlich angefragt sozusagen, sie haben die Geräte, sie würden sie sehr gern hernehmen, also die Motivation war von Anfang an sehr groß, sowohl auch von den Lehrerinnen, Lehrern als auch von den Schülern und der Direktorin und dann war das eigentlich für mich relativ einfach, weil wenn jemand motiviert ist, bringt man das eigentlich relativ gut rein und die Leichtigkeit, das war glaube ich überraschend für alle, wie leicht die im Unterricht zu verwenden sind und wie einfach es geht. Also DigiCoach, also die Schulen sind mittlerweile gut ausgestattet worden, also auch die Volksschulen mit digitalen Geräten, aber ganz viele Personen wissen nicht, wie sie die richtig einsetzen sollen. Und da kommen eigentlich mehr DigiCoaches ins Spiel. Sie können uns buchen über die Tippseite und dann kommen wir in die Schulen oder in die Klassen, je nachdem wie sie das wollen. Und ja, versuchen mit ihnen das Gerät dann sinnvoll im Unterricht einzusetzen. Die Kinder empfinden das selber so, wenn man die Chromebooks oder auch die Computer bereitstellt, dann sagen sie oft, boah, heute darf man wieder Computer spielen, obwohl sie eigentlich Lernübungen machen, zu Buchstaben, zu Zahlen, einmal eins trainieren, im Sachunterricht zu bestimmten Themen recherchieren und sie merken das gar nicht in der Form jetzt so. Die Kinder und Jugendlichen von heute sind bereits vom jungen Alter an technisch versiert und affin. Durch dynamische Apps mit tollen Illustrationen und grafischen Lösungen kann der Lernstoff kurzweilig und spannend vermittelt werden. Wir haben so auf 3a gehen müssen, dann auf unseren Namen klicken müssen, dann unser gesuchtes Bild eingeben, das ist dann so quasi unser Chromebook-Code. Und dann waren wir schon drin eigentlich. Also wir sind jetzt schon fortschrittlich innerhalb von 3 Terminen unterwegs. Und ja, also Programme auch zu Hause, also in allen Fächern. Ja, so arbeiten wir jetzt eigentlich momentan. Also sowohl 1. als auch 4. Klasse. Für die Schüler wird das natürlich ganz gut angenommen, weil Computer, sage ich jetzt einmal, also Geräte sind für sie schon eine super große Abwechslung. Sie haben das logische Denken, also sie verstehen das relativ schnell. Was macht ihr so im Unterricht mit den Chromebooks? Wir haben gescannt und dann gespült mit Lernen. Also Lernen haben wir gemacht auf der Chromebook. Wir haben da so in der Klasse QR-Codes aufgehängt und die haben wir dann eben gescannt und da gibt es dann so verschiedene Apps da, so eine kleine Art Spiel. Wir haben Anton mal gemacht und Classroom, Google Crush Classroom. Ja, also da ist eben auf der Tippseite, also Tiroler Bildungsservice, gibt es einen Button, der heißt DigiMint Coaching. Da findet man auch Materialien, was wir DigiCoaches im Unterricht auch verwenden. Die können sich die Lehrerinnen und Lehrer auch sozusagen runterladen oder einfach hernehmen von der Website her. Und da ist auch ein Anforderungsformular, wo man einen DigiCoach auswählen kann. Es gibt nämlich DigiCoaches, die sind spezialisiert auf iPads und ich bin zum Beispiel spezialisiert auf Chromebooks. Also man kann die so buchen, wie man es braucht und die in der Nähe sind. So sieht wohl die Zukunft an Österreichs Schulen aus. Die Volksschule Angard sowie einige andere geht voll mit dem Trend der Zeit und offeriert seinen Schülern die modernsten Lernmöglichkeiten.